Moin Leute, herzlich willkommen aus der Welt von Brickforce. Heute mal mit der Nucleon auf. Nein, ich will kein Kickwort starten. Was tust du denn da? Heute mal mit der Nucleon auf der Map. Boah, das ist aber jetzt doch schon ein bisschen sehr leise. So, heute mal mit der Nucleon auf der Map Warzone. Und ja. Es gibt nicht viel zu Nukleon zu sagen, außer dass es eine klasse Waffe ist, die sehr lange Zeit nicht mehr verfügbar war. Jetzt schon inzwischen über ein Jahr nicht mehr zu bekommen ist. Und da habe ich mir gedacht, wo die nur noch so wenige Spieler haben, die noch aktiv sind oder die überhaupt noch spielen, zeige ich dir doch einfach mal im Let's Play her. Und genau das tue ich auch gerade. Meine Ping ist auch wieder normalisiert. Ich habe vorhin noch ein Let's Play hochgeladen. Da war meine Ping dann nicht so klasse. Und jetzt sieht aber alles wieder funktionell aus. Ah, du darfst mich nicht. Jetzt schnell abhauen, bis ich wieder Platz habe. Und Lucius D. Der Typ trifft ja mal gar nicht so schlecht, während ich gerade gar keinen Schuss mit der Nucleon. Aber naja. Was soll man machen? Hier ein bisschen auf der Map Warzone. Ich freue mich aber, dass hier noch keine Granaten geflogen sind. Denn bei Warzone bin ich eher anderes gewohnt. Und. Itronis hat heute mal einen fairen Tag. So sieht's aus. Hallo? Ja, da an Itronis. So, Itronis noch geholt. Und jetzt. Nein! Och, jetzt hat mich der liebe Lucius geholt. Naja. Ich wollte euch fragen, wie sieht's aus mit dem Videoplan? Wie oft hättet ihr gerne Brickforce-Videos? Denn im Moment bin ich auf der Produktionsschiene. Jetzt kam zwar, also es kam bis Sonntag eine Weile lang gar nichts, also eine Woche, um genau zu sein. Aber jetzt bin ich total auf der Produktionsschiene und könnte im Prinzip auch massige Let's Plays an einem Tag aufnehmen und so dass ihr tatsächlich jeden Tag ein Let's Play sehen könntet. Das hat sich der liebe Lucius doch noch bekommen. Aber was soll's. Irgendwie ist mir der Ton aber immer noch ein bisschen laut. Aber so höre ich jetzt auch nichts mehr. Naja. Gut, dann hören wir eben nichts mehr in der Hoffnung, dass es dafür nicht soundqualitative Probleme gibt. Oder, ja. Ich habe eben gerade erst angefangen mit den Let's Plays und ich bin auch noch nicht mit allen Einstellungen so ganz zufrieden. Und deswegen gibt es eben noch einige kleine Unsauberheiten, was das Ganze. Kabacho und Shikankami sind bei uns im Clan. Okay, sehr schön. Das ist mir jetzt eigentlich egal, Itronis, aber der spielt aber auch echt diese Tsunami-Rama, also, naja. Besonders klasse spiele ich ja auch nicht gerade, aber zumindest spiele ich keine Tsunami-Rama. Habe viel gehört, Marius Böttcher. Was verzappt der? Och nein, musste das jetzt. Und was schreibt ihr da schon wieder im Chat, Leute? Die können sich ja nicht mal benehmen, wenn ich ein Let's Play mache. Lucius D, weg mit dir. Habe ich dich doch noch.
Mal schauen, ob ich jetzt noch einen Kill bekomme. An Lucis D. Ja, tatsächlich. Die Nukleon hat durch ihre rund. Weiß ich auch rund. Na, durch ihre 40 Schuss einen guten Vorteil gegenüber anderen Waffen. Spielt sich echt klasse. Ist aber nur auf Nahkämpfe ausgelegt. Ah. Oh, schade. Und aufgrund ihrer Auslegung kann man natürlich nicht so viel erwarten von dieser Waffe an CW-Tauglichkeit oder so. Es ist zwar eine super Waffe für eine schöne Public-Runde und ich finde die auch im Zombie-Modus cool, auch wenn ich den Zombie-Modus selber nicht leiden kann. Aber es ist kein Allrounder. Mein Favorit ist und bleibt vorerst auch die Hornet. Und wenn mich jemand eines Besseren überzeugen will, ihr könnt es gerne versuchen, aber ich bezweifle halt, dass diese Überzeugungsversuche bei mir funktionieren werden. Da werde ich jetzt bei Skype angeschrieben. Nein, 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 nein. Schlimme Sache, ganz, ganz schlimme Sache. Jetzt bin ich doch schon wieder gestorben, Leute. Ach, immerhin 13-10. Die anderen spielen schlechter. Außer Powerboss. Powerboss ist krass. Gerade anscheinend zumindest. Hopp, weg mit dir, Lucis. Leute, was ist denn in euch gefahren? Wer spammt denn so bei Skype? Nein, Mann, Leute, hört doch auf. Oh mein Gott. Das ist ja richtig schlimm hier. Freue dich, anonymer Skype-Schreiber. In einer Minute werde ich auf dich zurückkommen. Aber bis dahin wirst du dich noch ein wenig gedulden müssen. Und ja. Ich frage mich, Leute, ob es Interessenten gibt daran, mal zu erfahren, was ich in meinem PC habe, wie mein PC aussieht und so weiter. Und dann werde ich mal darüber ein Video machen, wie es bei mir aussieht. Wann das Video kommt, werde ich nicht versprechen, da es ja vielleicht auch mal ein Special oder so darstellen könnte. Aber ganz sicher wird es irgendwann Informationen zu meinem PC geben. Falls sie euch überhaupt interessieren, wenn ihr jetzt schreibt, nein, ich will deinen PC gar nicht kennen. Hast bestimmt einen Low-PC. So ein PC, mit dem man nur 800x600 richtig spielen kann. Bei dem Doom ruckelt oder so. Dann könnt ihr das auch schreiben. Und dann werde ich auch kein Video darüber bringen. Also Leute, macht's gut, haut raus und bis zum nächsten Mal.